Was haben wir denn jetzt? Ey, ich hoffe nicht, dass es schon wieder Runde 1. Okay, wir sind nicht in Runde 1. Wir sind ausnahmsweise auch mal auf einer anderen Strecke. Watkins Glen, it is. Gut, bewahren Sie Ruhe. Ui, da war aber einer optimistisch dran. Also jetzt mal, das war auf jeden Fall original mit Hass, aber nicht gewollter Hass. Also ich sag mal so, aus ein paar Stunden, die man jetzt schon mal so im Leben gefahren ist, ist das hier ein Unfall, der doch relativ häufig passiert. Weil A, es ist dunkel, viele Leute sind im Dunkeln nicht gefahren. Wie man bei ihm schon merkt, beim Ferrari, der ist sehr, sehr zaghaft auf der Bremse. Also ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so, als wenn er wüsste, was er da macht, aber er wollte es trotzdem mal irgendwie versuchen, sich da reinzumogeln. Ist nicht wild, kann passieren. Also ist jetzt nicht so, als wenn man sagt, puh, das ist aber grenzwertig. Ja, ist ein normaler Unfall. Geht als normaler Unfall durch, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht, was der Ferrari davor hatte, ehrlich gesagt, mit so viel Rückstand. Ich glaube, er wollte ihn gar nicht überholen. Also jetzt ernsthaft, ich glaube, er wollte ihn nicht überholen. Er wollte einfach nur frei sein zum Anbremsen und dann sich irgendwie dahinter einreihen. Würde ich jetzt mal vermuten. Weil der kam da jetzt nicht so mit so viel Rabatz angeflogen, dass man sagt, okay, puh, das war aber jetzt schon eine gewaltige Arschbohrung. Nichtsdestotrotz, das heißt Causing a Collision, das gibt 0,6 Safety Rating abgezogen. Das knallt im Gebälk. Ja, hier sind wir. So, dann müssen wir den Text mal mit reinmachen. Und das ist ein Safety Rating und der nochmal 15 Sekunden auf den Nacken geklatscht. Da wird sich jemand freuen. So, was haben wir denn als nächstes in den Akten? Wir sind in Watkins Glen. Wir sind nicht in Runde 1. Wir können gucken. Bremse ist nicht? Bremse hat Auto nicht? Bei Italienern wird keine Bremse eingebaut? Vor allen Dingen, wo will er dahin, ist die Frage. Wo willst du von hier außen wieder auf die Ideallinie? Da ist doch ein Auto. Deswegen, meine Damen und Herren, sollte man immer Crewchief anhaben. Wartet mal kurz. Kleinen Moment. Ich muss mal eben noch was an das Gericht weitergeben. So, also an der Stelle, weil wir haben ja auch immer so etwas, also wir haben ja wirklich einen Bildungsauftrag, ne? Wir gucken uns jetzt mal kurz an, was der Lamborghini macht. Weil der Lamborghini hat eigentlich einen ziemlich coolen Move gemacht. Hat er wirklich? Weil er ist gut durchgekommen. Nirgendwo schwingt er hier die gelbe Flagge. Das heißt, er hat sehr gut profitiert davon. Aber das einzige Problem an der ganzen Sache ist, er versucht hier jetzt schon auf die Ideallinie zu kommen. Was natürlich dazu führt, dass der Lamborghini vom Ferrari halt rausgeschoben wird. Aber an der Stelle, und jetzt auch wirklich überhaupt gar kein Vorwurf an den Lamborghini-Fahrer, weil das relativ normal ist, was hier gerade passiert. Denn du musst ja in Millisekunden entscheiden, ob du bremst oder nicht bremst. Warum viele Leute sich nicht dazu entscheiden zu bremsen, weiß ich nicht. Habe ich aber selber beispielsweise in meiner ganzen Fahrzeit auch schon gemacht, dass ich nicht die Bremse getreten habe. Deswegen kann man hier an der Stelle gar nicht sagen, boah, was ein Idiot oder... was ein Spinner oder sonstiges dergleichen, weil das ist jedem von uns mindestens schon einmal passiert. Mindestens schon einmal passiert. Der Mercedes hätte das auch umgehen können an der Stelle. Hier ist aber auch, hier kannst du zu dem Mercedes kannst nicht sagen, was ein Idiot, dass er das nicht richtig gemerkt hat. Weil damit rechnest du eigentlich auch nicht, dass der Wagen noch weiter rutscht, weil du gehst ja immer davon aus, dass die Leute auf die Bremse treten. Und das Einzige, was der Mercedes jetzt hätte machen können, ist halt richtig, richtig hart die Bremse treten und nach rechts weggehen können.
Und auch hier an der Stelle, du hast zwei Möglichkeiten, dich zu entscheiden und eine ist immer die beschissene. Und er hat leider die beschissene genommen. Nichtsdestotrotz muss der Lamborghini jetzt hier an der Stelle für den Report, den er gekriegt hat, muss er bestraft werden. Also, ne, überhaupt gar kein Vorwurf, sind Dinge, die uns allen schon mal passiert sind und passieren können. An der Stelle, es ist eine Null, nee, es ist Lap 1 gewesen, ist das korrekt? Ja, das ist Lap 1 gewesen, also kriegt er eine 1-0. Eine 1-0 und es ist causing a collision in Lap 1. So, ich habe übrigens jetzt nochmal zwischengesprochen mit den Juroren an der Stelle. Den Fall, den wir uns eben gerade angesehen haben, haben wir völlig korrekt gesehen. Das ist ein Massencrash und es gibt 3 Tage Pause. Das heißt, wir müssen den einen Fall jetzt nochmal kurz überarbeiten. Da gibt's nochmal einen auf dem Deckel. Oh, die ersten beiden Fälle, beide 3 Tage. 3 Hammerschläge, Junge, da gibt's 3 Tage Pause. Gut, haben wir sehr gut aufgepasst, Freunde der Sonne. Haben wir wirklich. So, jetzt muss ich aber mal ganz kurz gucken, wo wir hier sind an der Stelle. Wir sind jetzt wieder in Watkins Glen. Was passiert hier? Ich weiß es wirklich selber auch noch nicht, was hier passiert. Ich muss kurz mal gucken, ob das hier vom Dings her passt. Das sollte aber passen. Correcto mundo. Schauen wir mal, was hier so passiert. Warte mal kurz. Da haben sie Scheiße gebaut. Die Ingenieure. Die Studierten. Moment. Wir müssen kurz mal gucken, wer hier wen. Also der Ferrari. Der Ferrari macht den Audi. Nur fürs Verständnis. Der Ferrari reportet den Audi. Der Ferrari, guckt euch das hier nochmal, lasst das mal kurz, der Ferrari reportet den Audi. Der Ferrari reportet den Audi. Also hier kommt schon mal das erste Vergehen. Weil das hier gibt's richtig auf den Deckel, darfst du nicht. Weil er hat erstmal off-track sich einen Vorteil verschafft. Nummer 1. Und jetzt macht der Ferrari einfach die Tür zu. Wo soll denn der Audi hin? Wir sind hier nicht in den roten Plaketten, nee. Nee, das ist keine rote Plakette. Der Ferrari hat sich halt selber abgeschossen. Also alleine. Wollte er sich eigentlich selber reporten? Also jetzt mal ohne Flachs, möchte er sich selber reporten, weil er das hier vorne mit einreicht? Ist das so eine Art von Selbstjustiz? Sehr oft, Pingu.
Also ich denke mal, wir sind uns alle einig, die Menschen, die im Gerichtssaal sitzen, das ist no further action. Der Audi ist halt schuldfrei. Der ist schuldfrei. Da müssen wir gar nichts zu sagen. That is no further action. No further action. Das wird übrigens so ein Fall sein, und da bin ich mir ziemlich sicher, wo jemand sehr, sehr sauer sein wird. Da wird jemand sehr, sehr sauer sein. Da ist kein Onboard mit bei. Da wird jemand sehr, sehr sauer sein. Weil ganz ehrlich, also wirklich ganz, ganz ehrlich, so selbstsicher dein eigenes Vergehen mit in ein Video zu packen, da musst du schon, also jeder Fahrer, jeder, würde ich jetzt mal behaupten, der so ein bisschen Rennintelligenz hat, wird den ersten Teil nicht zeigen. Weil mit dem Teil zeigst du eigentlich, was für eine Art Fahrer du bist. Weil du fährst nämlich raus, überholst außen, fährst wieder rein und dann beschwerst du dich, wenn du oben in der Kurve vor ein anderes Auto fährst, was direkt neben dir ist. Hä? Verstehe ich nicht. Also no further action beim Audi. Da ist der Audi nochmal durchgekommen.